Hallo und herzlich willkommen hier zur Weiterfolge hier Karte von Thüringen, Version 3.1. Ich schaue mal jetzt nach, ob ich für diesen Stall eine automatische Fütterung kriegen kann. Das gibt ja hier die Option, wenn es geht, einfach so anbauen, Anführungszeichen. Ne? Es muss draußen ja so eine Markierung zu sehen sein, wo man entsprechend da anbauen kann. Es könnte hier sein, ne? Könnte. Weiß ich nicht genau. Also da muss ich mal gucken. Im Menü. Und zwar Gebäude. Oh. Ach, das ist hier der Mod hier mit Baumschule. Okay. Da hatte ich mir raufgenommen. Also Tierproduktion, Tierhaltung. Da muss man schauen. Hühnerstall. Ja, also, na, Hühner. Hey, ja. Überlege ich noch. Pumpe wäre auch eine Option. Ne? Also hier gibt es keine Fütterung. Dann muss woanders sein. Hier. Und zwar geht es um den... Das ist der Stall. Weiß ich genau, ob das da funktioniert. Da muss ich mir... Das ist für Schweine, was ich weiß. Schweine. Und... Das ist auch für Schweine. War das vorher auch schon so gewesen? Muss ich überlegen, also ganz kurz. Der Mischfutter. Mais Plus habe ich ja eigentlich. Muss halt mal drehen, ne? Ich muss ja da ran irgendwie. Das passt hier, glaube ich, nicht. Das ist nicht so. Ich glaube, das ist dafür nicht geeignet. Denn mitten auf der Straße wäre ja nicht sinnvoll, ne? Oder war das hinten vielleicht? Von da? Bin mir nicht ganz so sicher, ob das hier für diesen Stall geeignet ist. Denn das wäre ja totaler Quatsch, wenn das mitten drin wäre, ne? Also da ist der Trock eigentlich, da. Das kann nicht sein. Für Heu. Vorratsbunker, Förderung, Landschiebe. Kann er so. Achso. So wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, das ist mitten im Gang, das ist ungünstig. Ob das auch funktionieren würde, das ist die andere Frage, ne? Na, ich glaube eher nicht. Da muss ich mir mal genau Videos anschauen. Sehe ich mit dem Forum was zu finden. Denn das bringt ja nichts, wenn wir jetzt was bauen. Hat ja nicht funktioniert, ne? Das hätte hier gar keinen Platz, ne? Also ist, glaube ich, hier auch nicht vorgesehen. Okay, dann müssen wir mit leben, dass wir manuell füttern dürfen. Das Ding haben wir auf Hof 3. Gut. Dann werden wir hier mal gleich mal Futter herfahren. Ist ja egal. Hier sind eh nur meine Rinder, meine männlichen Tiere. Die... Und deswegen hier, weil ich die extra haben möchte, um den Überblick zu behalten. Denn bei so vielen Kühen ist es ja so, dass du so viele Jungtiere hast,
dass du ja die männlichen Tiere mühsam rausfischen müsstest, ne? Vielleicht gibt es da mal eine Erfindung, dass man das separat über ein Menü extra erkennen kann, aber wie gesagt, aktuell so, dass ich da viele Tiere drin habe, weibliche Tiere. Tja, ein bisschen weiterfangen wir schon. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Dann soll ich auf. Gut, dann müssen wir mal bei Gelegenheit einen kleinen Hänger erfahren. Kein Traktor. Wir haben Traktoren genug jetzt da. Kein Traktor. Ja, das ist ungünstig. Aber der ist zum Putzen ganz gut. Ja, gut. Ist halt so. Also, ich schau mal ganz kurz nach wegen Wasser hier. Pumpe. Wasserpumpe kann man ja bauen. Das wäre die nächste sinnvolle Erfindung. Das ist der 2000er Stall. Und der ist halt geeignet dafür, ne? Und das haben wir hier nicht. Ne, das ist der 2000er. Und der geht dafür nicht, glaube ich nicht. Nee. Gut, die Pumpe. Ich weiß nicht genau, wo das hingehört, ne? Wo man sagen könnte, jetzt ist da und da. Den bauen wir hier vorne hin. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Dann nochmal ganz kurz zurück. Zurück. Aussteigen. Und steigen S. Also steigen Alt S. Und bei Kuhstall mit 30 Tieren ist jetzt Wasserpumpe. Also Wasserpumpe hier funktioniert schon mal. Das wäre im Falle des Falles, wenn ich mal vergessen sollte mit Wasser. Würde sich hier automatisch bei 15%, glaube ich, automatisch mal wieder voll machen. So, dann gehen wir auf Hof 1. Dort werden wir auch Pumpe aufbauen. Dann hier schön. Kleesilage fehlt natürlich komplett. Und Gras feucht. Gras fehlt auch. Aber wie gesagt, die Silage für Klee das ist ja dabei. Und Luzerneheu habe ich nicht, aber Heu, also Silage auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall noch im Programm. Alles andere ist maximal gefüllt, das ist gut. Wasser ist auch gut gefüllt. Und hier kann man erkennen, 50, 50, das sind alles die weiblichen Tiere. Die behalte ich auch. Also das sei denn, wenn wir so einen Maststall kaufen und bauen, mal sehen, dass ich dann nur die weiblichen Tiere nehme. Aber ansonsten würde ich die männlichen Tiere eigentlich da rausfahren. Ne? Ein paar sind auf jeden Fall da. Das sind alle die neuen weiblichen Tiere, also die Jungen, ne? Nachwuchs. Die Mäh von morgen, ne? Okay, einer ist männlich bei. Den will ich rausnehmen. Später. Gut, gehen wir auf Stall 1. Hof 3. Gut, speichern ist gut. Und hier war das so. Anfangs, was noch so ist, ist das Gras weg. Haben sie weggemampelt. Jetzt hatte ich einmal hier angebaut, da beim da hinten. Ich baue mal hier vorne eins hin. So, gut. Bauen wir mal. Ne, kaufen nicht. Gehen wir in den Bereich raus. P. P. Tierhaltung. Wasserpumpe. Wasserpumpe ist eigentlich im Grunde nicht notwendig. Nur wenn man Erntezeit Stress hat und man hat es vergessen, dann haben wir das ganz gut dann. Hier mit Ente, mit Leertaste kommt man daher nochmal vor. War. Also da ist das gute Stück. Und ich baue das hier mal auf. Kann sein, dass es nicht klappt, dann wollen wir verkaufen. Dann müssen wir nach dem Punkt suchen, wo es ist. Eigentlich vom Spawnpunkt entfernt, so 50 Meter ungefähr. Also mal langer Zeit mal erinnert. So. Wieder Alt S und dann gucken wir mal gleich da. Wasserpumpe ist auch aktiviert. Okay, das hat mal geklappt. Das ist die Wasserpumpe. Jetzt haben wir da schon mal eine Arbeit weniger. Jetzt hole ich gleich nochmal eine Ladung Stroh.
Dann die Fütterung. Ja, einsteigen, ne? Den Rest schmeißen raus. So. War ja mit I, nicht mit Q, ne? Q war ja ganz früher mal, ne? Der Anhänger ist ein bisschen groß, der Traktor auch. Ich könnte mir eigentlich mal vorstellen, bei Gelegenheit mal zu tauschen. Der Stroh haben wir noch da im globalen Markt. Könnte man Gelegenheit herfahren, beziehungsweise wenn wir eh genug ernten, denke ich mal, und weit ist, und entsprechend was geht hierher. Hierher bringen, ne? Denn Stroh brauchen wir immer für unsere Kühe. Wir machen mit Mist. Und da überlege ich mir, ob ich da einen kleinen Radlader kaufe, der das dann manuell auflädt ohne Förderband. Weil Förderband ist da echt ja bescheiden. Wie das hinkriege mit Kursplay, da muss man schauen. Weil der Stroh kann der Hänger hier stehen bleiben, im Stall. Weil der Hänger ein bisschen zu groß ist. Aber hier unser Abfahrer ist wieder da. Gemisst. Hier können wir mal manuell fahren, ne? Beziehungsweise wir könnten unseren Radlader besorgen, klein. Schau mal. Und spätestens nächsten Tag haben wir neue Kälber und dementsprechend ist ein Bedarf für den Stroh da. Dann gucken wir im Händler nach, ob wir da an Teleskoplader ist zu groß. Ein Radlader mal so, und da haben wir mehrere Sorten da. Das wäre echt ein Monster, das habe ich erst für die BGH meistens, weil der kommt wirklich mit großen Mengen klar. Also wir brauchen hier für einen eigentlich ein kleiner Radlader mit 106 PS für kleinen Enger voll machen, also so konfigurieren Standard, Mittas, Trelleburg. Denkst du, das werden wir nicht nehmen, dann werden wir da werden wir eher zu eng sein. Kaufen. Ja. Zurück. Jetzt werde ich mal eine Schaufel besorgen. Und zwar gibt das zum Kater dazu. 15.000 ist ein guter Wert, denke ich mal. Ansonsten gibt es noch die Originalschaufeln. Radlader, Dollys, Kompaktlader, Teleskoplader, Frontlader. Dollys, Gewichte, klar. Ah, hier, Radlader. Also das ist das Monster, das passt. Das würde da nicht passen, das wäre einfach zu groß. Der hat auch 15.000. Wieso ist das andere? Und das ist die Silagegabel. Das ist auch Silagegabel. Kann aber auch hier fast alles bewegen. Gut, da wäre das nichts Besonderes. Dann muss das irgendwie Funktion sein. Wahrscheinlich hier für die ganzen Sorten hier. Nehme ich mal an. Erweiterte Kapazität von 12.000 Liter. Ach so. Groß 15.000. Okay, das war ja auch so mein Plan. 15.000. Dreimal zweimal fahren ist ja voll. Passt. Normalerweise. Wenn der nicht so schwer ist, ne? 6.000 wäre vielleicht realistischer, ne? Schwer zu sagen. 6-mal. Weil so ein Mist haben wir nicht. Das ist, wenn der jeden Tag fährt, dann ist das auch gut verarbeitet. Aber wiederum 12.000. Ich mach 15.000, egal. So. Gehen wir mal zum Händler.
und schauen wir noch ein gutes Stück an. Tierfutterfabrik. Ja, das müsste man auch noch mal irgendwann machen, aber wie gesagt, wegen den paar Kühen, das lohnt sich jetzt nicht, ne? Gut, hier das kann man sich direkt lagern. Wir machen das immer nicht. Wir werden immer sehen, dass ich da das Futter selber herstelle. Zur Not kann ich ja Mischfutter, wie gesagt, einkaufen vom globalen Markt. Und Junge hat ja viele Anhänge dran. Ne? Anschlüsse. So wie das nun mit Cosplay funktioniert, da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich denke mal, ich werde es rausfinden. Beziehungsweise mit kundig machen. Eins habe ich mich anschauen. Vielleicht finde ich da was. Also ich muss ja sowieso lernen, weil ich möchte ja später die BGH mit so einem Radlader bedienen. Und zwar hauptsächlich damit die Silage zu BGH gebracht wird. Ne? Das ist mit dem Radlader am besten. Nicht so einen großen, ich habe ja einen großen Hof, das ist bald zu groß. Wegen der Wendigkeit, also wird ja nur im Weg stehen. Ne? So. Vollgas, Junge, Vollgas. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Rest Sonntag und einen guten Start in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr habt frei. Und wenn nicht, na gut, dann ist es halt so, ne? Ein Pflichtberuf, dann muss man los. Und wer frei hat, kann sich glücklich schätzen. Also hier soll es im Süden angeblich zum Winter kommen. Und zwar Richtung Silvester mit richtig viel Schnee. Aber wie gesagt, das ist immer Spekulation. Wenn die Folge kommt, ja, dann ist es schon genauer. Jedenfalls, der sagt jedenfalls an, teilweise 5B-Wetterlage, da kann es massiv Schnee geben, also viel. Also, naja, wenn ich frei habe, ist mir egal, dann muss ich nicht fahren. Wenn ich fahren muss, ist es blöd, ne? So, dann trotzdem mal jetzt tschüss, ciao. Ja, und wo geht es dann hier weiter? Hier in Thüringen mit, ja, LS, ne? Wir werden dann weiterhin die Nacht dann mal erleben. Nachts dann schlafen. Und dann schauen wir mal, dass wir unser Pferdegras im Ziel kriegen. Ne? Hoffentlich sind verpackt. Das ist meine erste Sorge. Dann mal schauen. Dann müssen wir testen. Ne? Wenn es verpackt ist, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ne? Entweder wir setzen ein anderes Silo woanders. Mal schauen. Muss ich mal sehen. Oder wir machen nur Ballen. Das kann auch sein. Ne? Also tschüss, ciao und bis dann. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.